Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Heldraut. Und heute habe ich ein Replay für euch mit dabei von einem Clanmate. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was mein Rechner hier macht. Hat er sich anscheinend eingekriegt. Gut, dann jetzt an dieser Stelle nochmal. Ich bin stolz auf sie, dass sie so eine Leistung zusammengekriegt hat. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, wie sie das gemacht hat. Der IS-7... Es ruckelt immer noch. Der IS-7 mittlerweile etwas überholt. Aber in der richtigen Situation immer noch ein schöner Panzer. So, sie fährt das Ganze mit großem Medikit, großen Feuerlöscher und großer Repair-Kiste. Was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist... 27 Schuss ABCR und 3 Schuss HE. Da fehlen mir noch ein paar AP-Mumpeln. Da hättest du jetzt mal rauspicken können, schon deinen ersten Schaden anbringen können, aber so ist vielleicht auch nicht falsch. Einfach mal zurückfahren. Den Gegner kommen lassen. Wunderbar. Jetzt hier vielleicht halt down. Ach, sie ist ja im Platoon mit dem Rocky. Einen wunderschönen. Grüß dich. Da wäre jetzt mein Schild cool gewesen. Aber okay, zack, in die Unterwanne. Wunderbar. Und da zurück. Jo, sehr schön. Und nochmal die Tricks. Da gab es leider Schaden mit. Na, nicht. Ja, jetzt einfach durch. Wie? Echt jetzt? Einfach durch die. Hallo, das geht. Spiel. So, das Objekt 264 fährt da einfach durch. Sex on the Beach, also die Strandseite. Oh, herrlich. Die Strandseite verliert es da gerade extrem. Wie die das anstellen, ist mir ein Rätsel, dass da gleich drei Panzer mit einmal platzen. Aber ja, gut, ist halt einfach so. Der Prot und die IS-3 wird das nicht halten, denke ich. Die Arti sollte jetzt schon mal die Kette in der Hand nehmen. Okay, 1-4, das sieht jetzt nicht so geil aus. Oh Gott, ist egal, im Patten. Echt jetzt ein Fame-Spieler im Patten? Böse. Au, der hätte jetzt nicht sein müssen. Das meinte ich mit, die IS-7 ist überholt. Irgendwie kommt da alles durch. Egal wie du stehst. So mit Delta-Panzerung und so ein Quatsch brauchst du da nicht mehr anfangen. Da geht halt einfach alles durch. Das war ein schöner Hit. So, E-75 und Objekt von hinten, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Jetzt kriegen die Gegner erstmal Panik. Das 263 fährt komplett weg. Jetzt wird gepusht, jawohl, sehr schön. Nutzt das Wrack, fahr da weg. So, das IS-7 raus. Jetzt noch dieses bisschen IS-3 da in den Arsch. Ich hätte vielleicht jetzt mal auf HE umgeladen, weiß ich nicht. Echt jetzt. Nimm dir Zeit. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. So, ihr solltet langsam mal zurück eure Base verteidigen. Da steht nämlich was im Cap. Das haben sie jetzt auch gemerkt, würde ich sagen. Oh, Rocky, du siehst da scheiße aus. Und das auch noch von hinten. Ha! So, da steht der Konk im Weg. So, dass der Suppenkonk nicht durchkommt. 2684, du bist auch ein Held vom Erdbeerfeld. Ich kann euch leider nicht verraten, was mein Rechner hier macht. Warum der sich hier gerade so kaputt rechnet da im Hintergrund. Ja, auch veränderte Grafikeinstellungen bringen jetzt hier gerade gar nichts. Okay, Centurion 7-1 fährt er hoch. Also ich als Gegnerteam hätte jetzt durchgekippt. Ja, eiskalt, da werde ich ja gar nicht kennen. So, der 7-1 will es wissen. Vorsicht beim Rumfahren, E75. Die fährt trotzdem rum. Oh, jetzt, ja. Oh, herrlich. Sehr, Big Boy, da hast du es verpennt. So, und somit hat es das Gegnerteam schon so gut wie verkackt. Der 1390 holt sich jetzt noch die Grille, so wie das aussieht. Der 1390 Glück hat, wird er nicht mal vom Betten gespottet.
So, die Grille muss irgendwo anders stehen. Die steht auf jeden Fall nicht mehr da drüben. Der Pantera geht mir gerade tierisch aufs Schwein, wenn ich das mal so sagen darf. Da kriegt sie gerade eine Anweisung, wo sie hinzufahren hat. Jetzt zeitlich auf den Oho. Geht da was? Natürlich geht da was. Oh, herrlich! Da sind wir 1000 weg. Du bist offen. Jetzt würde ich moven an deiner Stelle. Ist der verrückt? Echt jetzt? Was war das denn? Alter, du warst offen. Oho. Keine Show. So, und damit steht es 13-10. Das Spiel schön rumgedreht. Wir haben 3296 Schaden auf der Uhr. 1470 nochmal geblockt. Na, geht da noch ein Schuss? Kommt da noch was? Nee, das steht hinterm Haus. Das ist doof. Jetzt. Aim. Ja, komm, komm, komm. Bleib stehen. Ja. Nein. Na, schade. Da ist keine Ecke, wo du durch aimen kannst. Da hat sich der Rocky den Kill geholt. Und jetzt noch den E75 suchen und finden. Aber da kommt schon das Dickschiff drauf zu. Da wird nicht mehr viel funktionieren. Der E75 hat wahrscheinlich auch noch eine Mumpel im Rohr. Ja, so einzigste. Oder eine von beiden schlauen Entscheidungen einfach stehen bleiben und bis das Game rum ist. Oder in den Cap fahren und vielleicht noch ein, zwei Punkte mitkriegen. Der E75 kommt nicht weit. Oben kommt der 1390, schneidet ihn den Weg ab. Von unten das 2684. Da hat er keine Schnitte gegen. Ja, da ist der E75. Da wird wohl nicht mehr viel gehen. Oh, Vorsicht! Hoi, Jassa! Hoi, oh! War mutig. Der E75 hat noch Glück. Jetzt muss er sich aber langsam mal umdrehen. Und da fährt der Feigling sich aussaufen. Ja. Mit Full Life. Sich zu aussaufen. Ja. Verstehe ich nicht. Egal. Wir sind in den Postgame Stats. So, da sind wir in den Postgame Stats. Bin gerade raus, Entschuldigung. 3296 Schaden. 2 Kills. Dritte Klasse. Ist okay. Most Damage Dealer. Schade. Ah, der hat noch 200 Schaden mehr. Ah, ärgerlich. 10-mal geschossen, 8-mal getroffen. 10-mal getroffen, 8-mal penetriert. Einen Schuss hättest du dir noch gönnen können. Einfach noch kurz aimen. Wäre alles gut gewesen. Den anderen. Ach, der andere. Nee. Ach, weiß ich nicht. Der andere, wo der hinging. Ja. Mir fällt nichts mehr ein dazu zu sagen. Schönes Replay. Oder schön gespielt. Und danke fürs Einsenden. Bis bald, eure Heide.